Würde ich gegen jemanden mit dem Schwert gewinnen, der einen ersten Dan im Kendo hat? Das ist eine sehr gute Frage. Weil ich habe doch auch einiges an Training mit dem Schwert und einiges an Talent im Schwertkampf. Ich kann das jetzt nicht so mit hundertprozentiger Gewissheit beantworten. Ich würde sagen, jemand, der den ersten Dan im Kendo hat, hat ein wenig, aber deutlichen Vorteil im technischen Bereich mir gegenüber. Und mit höchster Wahrscheinlichkeit habe ich einen deutlichen Vorteil im athletischen Bereich und in der Kampferfahrung sowieso. Und denke, je nachdem, wie man das Regelwerk auslegt, könnte ich wahrscheinlich durch Athletik und Kampferfahrung den Vorteil erringen. Denke ich mir jetzt, ich würde einen Schwertkampf gewinnen gegen die meisten, die einen ersten Dan haben im Kendo.